Christoph. Das ist, weiß er ja, das ist Just Altmaier, Christoph Hake Aserfeld. Vor 2 Jahren. Wie jeder Kuss unmöglich ward, der es wieder wäre. Wie selbst die Finger nimmer einander finden dürfen. Und einer Aug des anderen scheut, ihm nur nicht mehr zu ruhen. Deswegen bin ich ja hierher zum ersten Mal gekommen. Ich finde dein wunderschön, einer der schönsten Bücher, die ich je über Sizilien gesehen habe, finde ich einen Text von dir. Ich wusste aber nicht, dass der Mangel war nicht bekannt. Dann habe ich gedacht, also, wenn man jetzt hier mal so große Scheiße baut, ich gehe da jetzt mal hin. Dann habe ich entschieden. Dann habe ich gesagt, Visa, von mir ist da ein Text drin. Wurde nie nachgefragt. Ich finde, ich kriege Schinken und die Sache ist erledigt. Und da hat er mich angegritzt und in den Arm genommen. Werde ich nie vergessen. Und weißt du, einfach, ich habe dann einfach gerechnet und habe gesagt, was soll das? Was hätte man an Lizenzgebühren bezahlt? 30 Euro, 50 Euro, weiß ich nicht. Lächerlich. Was wäre beim Auto hängen geblieben? 1,50. Deswegen soll ich da prinzipiell. Wir hatten es schon lange vermutet, aber entdeckt wurde das fehlende Glied in der Kette erst spät auf einem Fischmarkt auf den Komoren. Eine kleine Sensation mit aufgerissenem Bauch. Guten Abend und willkommen zur Veranstaltung Wer wir sind. In dieser Stunde geht es um 3 Bücher und deren Autoren, die natürlich vor allem aus diesen Büchern lesen werden. Das Gemeinsame dieser 3 Bücher besteht darin, dass sie alle 3 Papa war nach seinen Gefängnisjahren ein sanfter Mensch geworden. So kannte ihn alle. Und erinnerte sich wie in einem so freundlichen, gesunden Menschen so verknöcherte Ansichten stecken konnten. Lesung. Wir hören Julian McLaren Ross. Ich bin nicht Julian McLaren Ross. Ich kann also ganz unverdächtig, was ein Autor vielleicht nicht könnte, für ihn schwärmen. Ich bin sein Verleger.
Julian McLaren Ross ist ein englischer Autor gewesen, übersetzt von Joachim Kalka ins Deutsche, der beim Friedenspreis ist, vielleicht noch hierher kommt. Ich würde dann den Stab an ihn übergeben. Solange er war kein Leichenbestatter, aber er war tatsächlich, um seine Brötchen zu verdienen, Staubsaugervertreter. Und ich werde etwas davon lesen. Und das zweite große Thema, das eigentliche große Thema, ist Liebe. Vielleicht komme ich auch noch dazu, ohne zu viel zu verraten. Ich fange an mit der Szene, mit einer Szene, in der die Hauptperson, Richard Fanshawe, in einem kleinen englischen Seebad zum ersten Mal seinen neuen Beruf als Staubsaugervertreter nachging, als sie sah, was ich aus ihrem Teppich rausgeholt hatte. Aber das begreife ich gar nicht. Ich habe den Teppich erst säubern lassen, vor zwei Tagen eine Frau was hier stellen. Dieser immer die potenzielle Ansicht nicht ihren Namen angeben, machen sich bezahlt, ist leicht beschmeichelt, der persönliche Touch. Schon seit Jahren in ihrem Teppich. Die hier ist Miss Tube Secretion, Number 49. Kleines Haus, zwei Geschosse, villenmäßig, kleines. Ja, ne?